Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ich habe das Wort gerade aufgesammelt auf Screen und ja, der ist schon wieder gespawnt. Ja, wir sind immer noch auf Namek. Wir spielen als Vegeta. Wir sind gerade erst in der letzten Folge auf Namek angekommen. Also, was sage ich hier? Wir sind immer noch auf Namek und ja, wir müssen uns jetzt um Saban kümmern, oder er kümmert sich um uns, so wie die Story verläuft, ne? Spoiler. Ja, ist jetzt schon eine Woche her, seit ich gespielt habe. Ich musste zwangsläufig eine Pause machen. Ich wollte eigentlich schon viel mehr aufnehmen. Ich wollte schon relativ weit sein und dann irgendwie die ganzen Parts erst so hochladen, nachdem ich schon einen ganzen Haufen hochgeladen habe. Ja, umgekehrt. Wollten ganz laufen aufnehmen und dann erst als Schritt für Schritt hochladen. Und ja, aber ich war ein bisschen erkältet und ja, war ein bisschen doof. Also ja, meine Devise beim Aufnehmen ist, nicht aufnehmen, wenn du krank bist, weil dann fühlst du dich kacke, das ist unangenehm für den Zuschauer. Und ja, deswegen musste ich ein bisschen Pause machen, ne? Und ich finde auch voll viele von diesen Dingern cool. Ja, ich bin gerade erst frisch genesen. Ich war gestern noch am Husten wie ein Bekloppter und so. Nase am Laufen und alles drum und dran, was du dir nicht vorstellen kannst. Und ja, also falls jetzt noch ein bisschen komisch klinge, ich finde jetzt nicht, dass ich anders klinge, aber weiß ich jetzt nicht so. Keine Ahnung, ich hoffe, ich muss nicht so viel lesen, weil das wäre auch nicht so toll, weil mein Hals ist noch ein ganz klein bisschen wund. Und ja, ich will aber trotzdem mal weiterspielen. Und ja, nachdem das alles geklärt wurde, würde ich sagen, machen wir weiter, ne? Ich wollte eigentlich das neue DLC für Kingdom Hearts 3 schon aufnehmen, aber das dauert irgendwie noch so 15 Stunden. Und ja, ich hatte jetzt keinen Bock jetzt hier. Okay, da kann ich nicht hin. 10 Stunden vor dem Bildschirm zu hocken und zu schreien, los, mach schneller. Und ja, in dem Sinne, Dragon Ball Z Kakarot macht mir sowieso unglaublich Spaß, würde ich gerne weiter spielen. Und ja, gucken wir mal, wir müssen, ich will ja eigentlich nicht hier on screen die ganzen Sachen sammeln. Ich mache das alles auf screen, weil geht auch ein bisschen Zeit flöten und so. Und ja, aber wenn wir schon mal hier sind, ne, kann man ja mal machen. So, Saban, diesmal gehe ich direkt da oben in die Luft. Da unten wollte noch ein Gegner auf mich zukommen, glaube ich. Hallo, hübscher. Naja, Vegeta hat sich auch um ein Dorf gekümmert im letzten Part, ne? ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。 フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？Habe ich das gerade laut gesagt? Ist eigentlich blöd, Vegeta. So, Dodoria war jetzt nicht der einfachste Gegner, das weiß ich doch. Also ja, und da ich jetzt doch, weil ich eine Woche irgendwie Pause gemacht habe, bin ich vielleicht ein bisschen draußen, aber au, ey, diesen Kick hatte ich auch mal drauf. Fällt mir gerade ein. Ganz weit. Oh Gott. Ich habe schon so andere Let's Plays von diesem Spiel hier so ein bisschen reingeschnüffelt und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin der Einzige, der irgendwie ein Kampfsystem draußen hat.
Ich sehe Leute irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so kämpfen und irgendwie zu wissen, was die irgendwie machen. Also ja, aber kann nicht sein, ne? Kann ich der einzige gute Spieler diesen Planeten sein? Das geht doch irgendwie nicht. Aber was ich so gesehen habe, weiß ich nicht. So ein, zwei Testkämpfe und ich hatte da drin. Und ja, die Person, die ich habe, die war schon bei Nappa. Und ja, hat überhaupt keinen Plan über irgendetwas. Und ja. Oh Gott. Nein. Sehr gut. Aber okay. Vielleicht habe ich auch nur einen schlechten Part erwischt. Da kann natürlich auch sein. Ne? Vielleicht sind die eigentlich voll kompetitiv besser. Und ich habe nur den falschen Part irgendwie angeklickt. Kann natürlich auch sein. Hört man den Sarkasmus? Da kann er. Danke. Ich dachte, ich würde so durchkommen. Kreis gut. Drei gedrückt. Oh Gott. Okay. Oh gut. Ich wollte schon sagen, geht er drauf, bevor er seinen Angriff macht. Gut. So, S-Rang. Aufstieg. Na gut. Okay, du hast jetzt nicht irgendwie so Boss-Moves drauf. Aber ich habe so ein Gefühl, das wird noch kommen. Oh. Es kommt noch nicht mal zum Kampf. せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。 気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。 Ja, ob das so klug war, seinen Feind wieder hochzuheilen. Junger namekianischer Krieger. Nail. Ich kann den Oberelsten nicht mehr ernst nehmen seit Dragon Ball. Set abridged. Ich weiß nicht, dass ich bis jetzt noch keine Referenz irgendwie dazu gemacht habe. Anführer der Lamekianer, Oberelster. Das ist jetzt nicht die Stimme, die ich mir vorgestellt habe bei dem Typen. Ich habe den, glaube ich, auch noch nie in Japanisch gehört. もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住むものの知恵と力の証し、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。担当直入に言いますが、そのドラゴンボールが。Hat noch nie einer von den Namekianern sich mal so gedacht, ja, wir sammeln die alle und tun irgendwie so einen geilen Wunsch oder so äußern, die alle so gutherzig, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Danke, Little Green.
地球にもドラゴンボールが、ナメック星人がいる、いや、いたのか。あ、はい。その昔、この星の危機の時に、宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかし、あの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。Der hat Vegeta gesagt. Von einem Saiyajin namens Vegeta. Namens Nappa, aber Krillin hat Vegeta gesagt. Schon wieder Übersetzungsfehler. Wir sehen, was ich glaube. Der Vegas hat ja auch schon irgendwie so ein paar Übersetzungsfehler irgendwie rausgepickt. Das erinnert mich dann immer so an Final Fantasy X. Final Fantasy X war englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel, ne? Und die Untertitel basierten auf die japanische Version. Also haben die von dem, was die Charaktere gesagt haben auf Englisch, oft irgendwie so abgewichen, ja, von was eigentlich in den Untertiteln stand. Also die Untertitel waren sozusagen so die offiziellen Untertitel und die Englischen waren so, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr improvisierter, sag ich mal. Und ich habe so das Gefühl, das gleiche ist irgendwie bei diesem Spiel so der Fall irgendwie. Irgendwie hat, vielleicht ist das, was wir hier lesen, irgendwie die, man sieht halt auf die englische Übersetzung oder umgekehrt oder so. Also irgendwas wurde da, glaube ich, verdreht. Oder die haben das nicht so wichtig genommen. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn ich raten würde, würde ich jetzt mal sagen, ey, nicht anfassen. と過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。どうしてですか。残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。Tragisch. それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか。おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。Hat er auch in der Originalversion gesagt? そうですか。いいです。やむを得ません。So um Freezer sah geht, ist noch so ein bisschen dunkel. Meine Erinnerung. Das ist so lange her, okay. お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえ、もう限界を超えてるくらいなんすよ。力が、うひゃー、力が吹き出してきた。すげー。あの、もう一人の仲間を連れてきてもいいですか。そいつきっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。
sugu tsurete kimasu kara. Dende, mattete kure. Sugu ni gohan o tsurete koko ni modotte kuru. Hai. O kyou tsukete. Wir haben Super Kamigo als Dingens bekommen. Clean. Ja, gratis Erfahrungspunkte. Ich hätte gerne noch gesehen, wie viele Level-Ups wir bekommen hätten. Aber okay. Dragon Ball クリリン君なのかな。きっとそうですよ。じゃあ、こっちの一つは?こっちの午後がフリーザってのが多分持ってて。ほら、ここんとこ一つだけポツンと。は?ベジータが村を襲っているって言ってた。その方向ですよ。でも、ベジータはそこにはいませんよ。気が感じられませんから。 あいつ村は襲ったけど、ドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。ゲノ。そのドラゴンボールを取りに行きます。ヒゲタスのブタラシレガーだ。なんかプランフォルムがあって、これなんだったんだろうね。あのさ。じゃあ、インクシュクレイトライナリソースマシンのヘルガラスン、どうかんすいばベダフガイのブルツン。 Man sollte immer auf alles vorbereitet sein, nicht wahr? So. Ich finde dich voll geil. Ist ein Nebenquest in der Nähe. Junior. Bitte was? Da kann ich hier auch rein. Boah, Koch und... Kann ich bestimmt irgendwie so Heilklamotten und so holen, ne? Ja. Braucht hier eigentlich bisher noch nicht alles, ne? Ein Gericht kochen. Kann ich auch irgendwo sehen, was ich schon mal gekocht habe und was nicht. Also was, mach einfach mal hier, wenn nicht TP. Ganzer Knochenbaden, ja, warum nicht? So, wir wollen euch mal voll geil davon. So, welche Level bist du nochmal? 19. Na gut, dann würde ich mal sagen, ah, jetzt kann ich auch fliegen. Na, die haben ihre Scouter gecrashed, genau. Aber wissen wir das? Okay, keine Ahnung. So im Grund wissen wir, dass die uns nicht mehr orten können mit ihren Scoutern. Also ja. Was ist das denn da? Freezer-Schiffe. Gegnerische Basis. Ich habe noch nie irgendwie geguckt, was passiert, wenn ich mich eins von diesen Dingern näher. Ich würde sagen, wir gehen erstmal jetzt zu dem Nehmen Dingen. Ja, ja. Gott, hier sind so viele. Ah. Sprich mit mir, sprich mit mir. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die Gegner noch in der Nähe sind. Sieh mal einer an, ich habe einen Amerikaner-Zwerg gefunden. Du weißt vielleicht etwas über die Dragon Balls, also komm mit. Nö. Ja. Amerikanische Opfer. So abgelehnte Dragon Ball Z-Bösewichte sehen die aus. Halt aufhören, lass ihn in Ruhe. Wer tolle bist du? Die Amerikaner haben nichts falsch getan. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie so behandelt. Ich habe euch jetzt voll auf die Fresse. Ich habe jetzt nicht geguckt, welche Level. Voraussetzung etwa, aber das geht noch. 16. Nein, nein, ich wollte.
Oh, muss der nämlich ausgerechnet jetzt abballern. Ich war gerade zurück teleportieren. Du. Einer von den Stirn von Vegeta. Einer hört sich ein bisschen an wie Vegeta. Macht die ganze Zeit so ein Spezial. Klopf. Die ganze Zeit blocken anstatt. Ja, komm her. Sind schneller. Falsch, ich hab schon wieder Dreieck gedrückt. Warum drücke ich mal Dreieck? Warum will ich immer Dreieck drücken? Entschuldigung. Du bist jetzt in Sicherheit. Bleib weg. Was? Du bist einer von ihnen, oder? Ja, trage ich so eine Rüstung, Kollege? Keine Sorge, ich bin nicht. Ich glaube dir nicht. Alle aus meinem Dorf wurden von Leuten aus dem Weltraum umgebracht. Du bist auch aus dem Weltraum, oder? Du bist auch böse, stimmt's? Der Junge hat eine Menge durchgemacht. Weshalb traut ihn niemand, der nicht von seinem Planeten stammt? Ist mir wirklich klar, ich wollte ein Dorf retten, aber ich war nicht schnell genug. Was? Ich bin hier, um zu helfen, ganz ehrlich. Oh, hast du Hunger? Halt den Mund, was geht dich das an? Ich kann etwas zu essen besorgen, wenn du willst. Wir müssen nur Wasser trinken. Moment, Amerikaner brauchen also nur Wasser zum Überleben, wenn ich so darüber nachdenke. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass Mr. Piccolo etwas gegessen hat. Hey, warte mal, okay? Stimmt, ich auch nicht. Was? Sagen wir mal, etwas sauberes Wasser gesammelt und mitgebracht. Hier, trink das. Du hast ja die ganze Mühe gemacht. Nein, irgendwas stimmt da nicht. Das hast du vergiftet, oder? Es ist nicht vergiftet, es ist einfach nur Wasser. Naja, gut. Gluck, gluck, gluck. Tut gut, oder? Ja. Was ist los? Stimmt was nicht? Ich kann kein Wasser mehr trinken. Was? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Offenbar stimmt mir was mit seinem Körper nicht. Wie wäre es mit ein paar Früchten? Früchte, die habe ich noch nie probiert. Ich hole dir ein paar. Wart hier. Er sollte an den Bäumen in der Umgehung Früchte geben, die ich einsammeln kann. Haben die noch nie auf die Idee, mal irgendwie sowas zu essen, irgendwie, wenn es Früchte gibt, das heißt, es gibt irgendwo Früchtebäume und so. Also irgendwie, was haben die mit den Dingern denn gemacht? So. Die sind nur Dekorationen. So, warte mal. Eine mechanische Frucht. Oh, da muss ich sogar sammeln. Habe ich jetzt nicht gewusst. Ohne Biber. Hi, na. Achso, ich muss noch mehr, okay. Das ist Pia. Sehe ich gerade. So. Sind alle hier irgendwo in der Nähe? So, da ist noch einer. Joink. Oh, noch ja, wie komisch, ich kann durch Ki aufspüren, Früchte sehen, fühlen. Das ist irgendwie merkwürdig. Warte mal, ist das wieder so? Nee. Ich dachte wieder, aber so ein Dingen, was ich kaputt machen kann mit einem bestimmten Level. Was ich übrigens auch noch machen muss, ne? Ich meine, da gab es irgendwie so ein Level 15 Dingen auf der Erde, die ich noch kaputt machen musste, konnte. Mussten, weiß ich nicht, aber. Halt. Warte, ich habe doch 4. Habe ich nicht 4 eingesammelt? War was anderes. Oh. Ich bin noch ein bisschen verpeilt, ich bin krank, okay. Das liegt absolut daran, ja. So, warte mal, musst du irgendwo in der Nähe.
Aber ich tue nach hinten. Düsen sehe ich gerade so. Hui. Hol. Oh Gott, wo sind Gegner? Ich wünschte, ich könnte die Gegner auf der Karte sehen, damit ich irgendwie weiß, wann ich irgendwie aus der Reichweite bin. Ja, die kommen auf mich los. Ja. Ja. Da bin ich jetzt blöd. Ich habe doch vier eingesammelt, oder? Sagen wir jetzt nicht, ich habe hier schon wieder geglitscht oder irgendwie sowas. Also auch interessant. Ich habe jemanden gesehen in der ersten Folge. Keine Ahnung. Oder okay, nee. Wow, wo ist denn hier noch was? Das ist ein bisschen nervig, dass die jetzt hier gerade durch die Gegend fliegen, weil ich versuche hier was zu suchen. Vielleicht kann ich auch nichts suchen, weil so blöden Gegner hier die ganze Zeit sind. Da liegt auch noch was. War ich da nicht gerade? Bin ich eingesammelt? Patrick. Okay. Wenn wir den ersten Part, wo man mit Son Goku hier durch diesen Wald läuft. Person hatte irgendwie Son Goku gesteuert, aber irgendwie stand noch ein weiterer Son Goku da. Also da waren zwei Son Gokus zur selben Zeit, aber irgendwie merkwürdig. Hier, ich habe ein paar Früchte mitgebracht. Probier mal. Magst du sie nicht? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur noch nie Früchte gegessen. Ich weiß nicht, wie das geht. Du schmierst deinen Körper damit ein. Oh ja, stimmt, komm, ich zeig's dir, wie du. Wenn zum Grund den Namen Kerner gezeigt hat, wie man die Frucht schält, probiert er sie auch so. Ja, okay. Und was sagst du? Ist sehr bitter. Oh, tut mir leid, ich hätte die Frucht wohl besser vorher probieren sollen. Aber man kann sie schon essen. Ich glaube, mir geht's wieder besser. Das ist doch alles ganz neu für mich. So etwas habe ich noch nie zuvor gespürt. Ist das Liebe? Ja, was ist hier los? Vielleicht weiß Bulma ja etwas. Könntest du ja einen Augenblick warten? Ich müsste etwas überprüfen. Ich bin gleich zurück. Na okay. Na gut, nee, das da. Vielleicht wenn ich unter Wasser gehe, sehen die Gegner mich nicht. Halt, was ist das? Das sind Fische, glaube ich, ne? Bevor ich wieder irgendwas hier brauche, kümmere ich mich lieber jetzt darum. Hier so ein paar zusammen. Ne. Okay. Bin ich gut, dass hier noch ein paar Quests und so auftauchen, weil ich habe so ein Gefühl, wir werden dann irgendwie zu schnell fertig hier mit diesem Planeten. Hi. Was geht? Ich habe eine Frage. Oh, du bist zurück. Hast du irgendwelche Dragon Balls gefunden? Ja, nein, aber es gibt da etwas, über das ich mit dir reden muss. Ich bin vorhin auf diesen Namekianer-Kind gestoßen. Dieses Namekianer-Kind. Oh ja, ich habe ihm dann stattdessen Früchte gegeben. Verstehe. Weißt du, was hier los ist? Naja, es ist nur eine Vermutung. Und der ganze Stress, den er durchgemacht hat, könnte ihn seinen Kopf und seinen Körper Abnormalitäten ausgelöst haben. Sein Körper zieht keine Nährstoffe mehr aus dem Wasser. Stattdessen muss er jetzt über Nahrung versorgt werden, so wie unsere Körper auch. Wirklich? Und wie bringen wir das wieder in Ordnung? Keine Ahnung, das gehört nicht zu meinem Fachgebiet. Son Gohan kehrte zum Namekianer-Kind zurück. Du wirst sterben. Das ist ihre Meinung dazu. Das ist also, was mit meinem Körper geschieht? Keine Sorge, ich bin sicher, dass sich dein Körper irgendwann von selbst erholen wird. Ja. Irgendwie fühle ich mich schlecht, weil ich nicht mehr für dich tun kann. Deshalb habe ich dir noch ein paar Früchte mitgebracht. Die werden dir hoffentlich helfen, noch eine Weile über die Runden zu kommen. Wieso bist du so nett zu mir? Was? Wieso ich so nett bin? Weil es das Richtige ist. Das Richtige? Ja, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, sollte man ihnen helfen, oder? So machen wir das mindestens auf meinem Planeten. Es gibt wirklich schlimmere Außerirdische, aber ich bin froh, dass es auch nette Außerirdische wie dich gibt. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Son Gohan. Und du? Ich heiße Necke. Son Gohan, ich habe es gerade wirklich schwer, aber zu wissen, dass es auch nette Leute wie dich gibt, macht es mir echt was leichter. Ich werde versuchen, stark zu bleiben. Klasse, und ich werde tun, was ich tun kann, um dir zu helfen. Danke, danke, Son Gohan.
Wo abgeschlossen? Freunde Stufe 20. Wieso? Aufstieg, jetzt bin ich Level 20 und ich bin voll AP wieder. So, Nebenquest abgeschlossen. Weiter jetzt mit der Hauptquest. Hat ja jetzt nicht so lange gedauert, ne? Gott. Ja, warte mal, gibt doch irgendwie so ein Level 20 Dinge, ne? Was ich noch lernen kann, glaube ich. Mit diesen Meditationsdingen hier. Man kann hier angeln. Das will ich jetzt mal sehen. Wie er aussieht mit dem Fischen hier. So, ich habe übrigens herausgefunden, ich kann so viel wie möglich herumwackeln, da hat irgendwie kein Einfluss drauf. Komm her, aber das beschleunigt hat sogar ein bisschen. Oh, du siehst neu aus. Wahnsinn, namekianischer Weißfisch. Mal wieder einen neuen Fisch in unserer Enzyklopädie, die ich natürlich hoffentlich bis zum Ende dieses Projekts komplett füllen möchte. Und ja, gucken wir mal, was hier noch so ist. Na los, na los, na los. Haben wir eigentlich jedes Rollenspiel irgendwie ein Angelspiel? So, jetzt darüber nachdenke. Ja, auf Fire Emblem Three Houses, auf meinem englischen Kanal gibt es auch eine englische, da gibt es auch ein Angelspiel. Tales of Vesperia, hoffe ich, gibt es bestimmt auch irgendwann mal ein Angelspiel. Wenn der Tales of See gab es jetzt eigentlich noch nicht so. Aber kann ja sein, vielleicht kommt er noch eins. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss jetzt mal in mich gehen, deswegen. Super Masenko. So, wir siegen alle Gegner. Masenko Stufe 3 erlernen. So, man kriegt, glaube ich, keine Erfahrungspunkte. Zum Erlernen dieser Technik nicht. Okay. Was brauche ich denn dafür? Ach so, da unten Masenko Stufe 3 lernen, alles klar. Hier da Masenko Stufe 3 erlernen. Wo nur, ne? Da. Boom. Super Masenko. Ah, okay. Wird dann mein Masenko zum Super Masenko oder wird das ein neuer Angriff? Oh, jetzt sehe ich auch, gegen was ich kämpfe hier. Ich muss gegen mein früheres Ich kämpfen. Und Piccolo und noch irgendwas, was da unten war. Oh Gott. Der Kampf könnte schwierig werden, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Level 20. Irgendwie haben die keine Ahnung hier von den Level-Voraussetzungen, habe ich das Gefühl. Oh Gott, der ist noch stärker, habe ich das Gefühl. Und noch viel mehr Schaden. Okay, ist gut. Hör auf mit dem Angriff. In die Fresse. Der ballert die ganze Zeit mit seiner Höllenspirale auf mich. Der war gerade Super Masenko einsetzen am Spiel. Das ist ein Porträt da oben. Da schon wieder. Ey, die Fresse. Oder auch nicht. Gott. Ah, oh, du bist gleich tot, sehe ich. Ah. Da. Hey, die Fresse. Warum seid ihr eigentlich solche? Warum habt ihr eigentlich solche Umrandungen? Weil ihr nicht die echten seid oder was? Aua. Oh Gott. Ich wollte eigentlich den ja machen.
Feuer. Nein, okay, da wollte ich eigentlich, aber gut. Blocken und X, genau. Also der super Angriff bringt dann auch am Ende. Ich hoffe, ich werde gehalten nach diesem Kampf. Dann kriege ich vielleicht ein paar Probleme, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich von Gohan jetzt direkt im Anschluss hier spiele. Eine Zeit. Wir müssen ja noch zum Oberältesten und so. Du hast Super Masenko erlernt. Du bist voll im Eimer. Da. Masenko, Super Masenko. Ich weiß nicht, was super. Also das ist, wenn Dings, okay, ja, das ist, wenn der Charakter irgendwie als Hilfscharakter eingestellt ist, oder? So. Ich wechsle jetzt mal die beiden Dinger aus, ne? In der Hoffnung, dass Super Masenko keine Nachteile gegenüber den normalen hat. Vielleicht hat der eine längere Aufladerate oder irgendwie sowas. Und okay, wir gehen dahin. Wollen wir eigentlich noch umschauen, aber okay, ich sage, wenn du schon, wenn du ihr Tote ansehen willst, dann okay. So, suche in der Umgebung nach den Dragon Ball. Zum Glück weiß ich ja, wie geht er den hingepackt hat. Guck mal, 4 Sterne Dragon Ball. Stimmt, da wusste ich sogar. Lucky. Und Erfahrungspunkte. Währenddessen 1000 Kilometer entfernt. Könnte vielleicht sogar sein, weiß nicht. メディカルマシンにはいないだと。己どこに逃げよった。ベジータ。早く早く探しなさい。あったぞ。ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個すべてを持っては逃げきれん。しかも、のんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。 Und tschüss. Ich finde dieses Arc eigentlich voll interessant, ey. Nicht so kampflastig, sondern irgendwie, weiß ich nicht, die Verwirrung, die Vegeta stiftet. Ey, da hat irgendwie was, ey. Ja, wir warten auf den Plan, ey. Warum haben die denn überhaupt hochgeheilt, ey? Ich nehme 5 Minuten diesen Tank reingepackt und fertig. もちろん私に叶うわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったら
Giniu 特戦隊を呼ぶしかありませんね。Vor allem die meisten Probleme werden irgendwie voll verhindert, wenn irgendwie Freezer selber irgendwie was gemacht hätte. Weil er hat irgendwie ist erst voll spät in Aktion getreten. ついにやつのドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで七個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か。ザーボンか。すげえや。俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。Das ganze hin und her, ich finde das so witzig. Ja, jeder hat einen Zenkai Boost bekommen.何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。Wie die es nicht wissen, Zenkai Boost ist diese Fähigkeit, dass Saiyajins stärker werden, wenn sie vom Tod zurückkommen oder kurz vorm Tod. このままでは私の命はフリーザ様に。Wupp. とうとう見つけたぞ、ベジータ。Gehörst du mir, Mann? Der Kaisentorium hat sich die Kiana. Zabon Nimitzkatrasina. Schikashi Kaida. Anotkirchen no Bolo Itakzideni. Kondo Koso Katatske der. Er weiß schon, dass er stärker ist als Zabon. Konomaino Sentode. Zabon war Kanzeni Jishinotskete. Judan Ste Kakaru Hazda.まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。OK。Level sind wir jetzt 26 stand da unten. Ich glaube, Saban war schon Level 26, als wir gegen den gekämpft haben gerade, ne? Ich habe ihn ja gerade irgendwo gesehen.Ich habe ihn gerade hier irgendwo da.Sammeln immer so viel wie möglich, wo ich noch nicht irgendwie Nutzen von diesen Dingern hatte. Die braucht man, glaube ich, um Spezialfähigkeiten zu lernen, ne? Den Fähigkeitenbaum, aber irgendwie nutzt das ja kaum. Das ist noch nicht notwendig. Also, ja, lass mal. Entschuldigung, so.話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさか。ベジータ。Ja, vom Teufel spricht, ne? Meine eigene Stärke hat seine überthront. Dreck.俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして
貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。Ja, jetzt kommt ein Bosskampf, ne? Ja, da bestimmt ein Bosskampf, pass auf. 24 bist du nur. Oh Gott. Au. Da, du. Ja. So war ein, zwei Schritte von mir entfernt. Oh Gott, der kam ein bisschen zu schnell. Und dann eigentlich ausweichen. Komm her, stopp, stopp. Falscher. Komm her. So, den Angriff habe ich auch noch. Wo? Du hast irgendwie keine Chance gegen mich. Irgendwie Dodoria war schwieriger als du. Ah. Ah. Nein. Dodoria war irgendwie viel schwerer als der. Oh, jetzt kommt er mit. So fancy Sachen an. Oh Gott. Ja, du triffst mich nicht. Oh Gott, da kommt er. Was? Oh, bitte. Au, oh Gott, das hat sogar wehgetan. Da. Also gerade nachdem ich sagte, der Kampf ist voll einfach, ne? Dann kommt der. Hey, was? Kommt der direkt um die Ecke? Da. Soll eigentlich während des Angriffs hinter dir teleportieren, aber okay, geht anscheinend nicht. Ah. Au, Mann. Ja, da wird ja noch voll knapp. So, diesmal darf ich mich aber nicht von denen andüsen lassen. Ich habe gesehen, der ist auf mich zugedüst. Da, oh Gott, geh weg. Hab ich gesehen. Nein, geh weg. Was? Das mache ich dich. War doch bei der falsche Angriff. Ich würde ihn eigentlich so in die Magengrube in den Magen boxen. So, so wie er in der Serie gestorben ist, dann hätte ich meine Ladung voll in ihn reingeballert. Was? No homo. Das ist Zenkai Boost. So heißt das offiziell. Weiß man nicht genau, was Zenkai bedeutet. Welches. Aber. Ich würde jetzt mal raten, irgendwie so aufgestiegen oder irgendwie so was, ne? Irgendwie so was, irgendwas mit Kraft, keine Ahnung. Kai heißt dort, glaube ich, irgendwie so neu oder stärker, erhöht, irgendwie so was, glaube ich. Keine Ahnung. Und wie locker. Ich habe keine Haare. ここから消えてくれるか。まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入れば、ザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。
7個全部揃うもんか。 Ja, zum Glück hat er Son Gohan jetzt einen, ne? Tamunzo, Gohan. Vegeta ni mitsukaranai you ni kaette kite kure. Okay. Kuririn-san tachi daijoubu kana? Hayaku modoro. Na dann mal los. So, ich habe meinen Dragon Ball kurz in die meine linke Hosentasche reingepackt, ne? Okay, das, ich nehme an, ich weiß jetzt noch, was kommt, ne? Also, ich weiß, was jetzt noch kommt, aber jetzt, der wird jetzt nicht so lange dauern, hoffe ich. So, hier jetzt, ich wollte eigentlich gucken, ob da was auf der Insel war, aber okay. に隠れられそうな場所は前方に強い戦闘力が突然よ気配が消えた。バカな、何者だ。さっさと姿を見せんと、この辺り一帯を吹っ飛ばすぞ。 Der Dragon Ball jetzt genau da unten, so wie in der Serie. So ist der Hoshin Nara, immer gerade ich gehe, ich ja, jetzt genau darunter. Sono teni motte iru no wa nanda? Kore wa toke da. Sonna dekai toke shika tsukuren yō na kagakuryoku de. Es ist eine Uhr. Sie sagt die Zeit an und sonst nichts. Ja, Idiot. Sowas machen halt Uhren. Tokoro de Kakarotto no yarō mo kiteiru no ka? Kite nai yo. Sou ka. Soitsu wa zannen datta na. Chikyū ni modotta ra Kakarotto no yatsu ni tsutaete kure. Kondo koso kanarazu na, ja, der hat mich, er hatte nicht diesen creepy Moment wie in der Serie, wo er Son Gohan so gestreichelt hat, so ah, wir sind die letzten Saiyajins, wo er dieses Rape Face hatte, aber egal, man kann ja nicht alles haben. Verschwinde hier, weiß jetzt, wo wir sind. Was? Wir sollten hier verschwinden, und zwar schnell. Verschwinde hier, weiß jetzt, wo wir sind. Was? Schon der zweite. Schon zweite Grammatikfehler, nicht hier, ja, später. Aber wenn Vegeta zurückkommt, der sieht, seine Dragon Balls sind weg. Oh Gott. あの柿が持っていた機械、あれは時計じゃないな。 Oh Gott, ist das eine riesige Dampfwolke. Ja, man könnte sagen, Vegeta kocht vor Wut. Die Menschen, die
やつらもこっちの持っているロックをいつか必ず狙ってくるはずだ。その時こそ覚えていろよ。Das Klügste, was Vegeta jetzt machen könnte, ist, mit diesem Dragon Ball die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen, ne, und warten und dann irgendwie die dann warten, bis die anderen Son Gohan und Krillin die Dragon Balls gesammelt haben und dann direkt auf die losgehen. Und die haben ja keine Chance gegen den. ムルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていた。フリーザの切り札。ああ、特戦隊参上。ああ、ich liebe diese Idioten。はあ。Selbst Zweiter hat mir keine Chance gegen ihn.Son Gohan, es könnte seine Kraft so boosten, dass du mit Vegeta mithalten kannst. Wirklich? Los, Son Gohan, auf zum Oberältesten. Okay. Perfekt. Und hier ist eine Nebenquest und da ist auch eine Nebenquest. Ich bin immer noch. Warum werde ich eigentlich nie geheilt? Ich sag, ich bin immer irgendwie vorm Falken mit Son Gohan. So, oh, und Krillin ist mein Team, gut.Gut, dann würde ich sagen, also das Krillin. Alles klar, würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Kann ich hier was essen? Ausruhen. Ah, sehr gut. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge machen wir uns auf, diese beiden Quests hier zu erledigen und dann geht's wahrscheinlich auf zum Kampf gegen Freezers Ass-Team.Oder so ähnlich. Und ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Habt ihr nicht getroffen, bitte mich auch. Und ja, liked, abonniert, kommentiert und all das Zeug. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.